Kursrallye beim Elektroautobauer NIO aus China. Seit meinem letzten Video ist die Aktie um 330% gestiegen, trotz Corona-Krise. Zeit für ein Update. Wir fragen uns heute, wo sind bei NIO jetzt die Chancen und wo die Risiken? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um NIO, den Elektroautobauer aus China, in dem ja viele schon die nächste Tesla sehen. Mein letztes Video zu NIO, das habe ich Ende September gemacht. Da war die Aktie fast auf ihrem Tiefpunkt gerade. Der Börsenwert war damals nur noch bei ungefähr 2 Milliarden Dollar. Das hat sich aber geändert. Jetzt sind wir schon wieder bei über 8 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg um mehr als 300%. Ich will mich damit jetzt nicht brüsten, weil ich habe damals nämlich auch nicht gesagt, man muss NIO jetzt unbedingt kaufen oder so, sondern ich bin im Gegenteil auch sehr detailliert auf die Risiken eingegangen, die auch da waren. Es sah damals nicht besonders gut aus. Den Absturz, den es da vorher gegeben hat, den gab es ja auch nicht ohne Grund. Wir haben hier also eine sehr volatile Kursentwicklung. Das ist die Aktie in Euro seit Februar letztes Jahr. Sie hat sich ja erstmal auch um 80% eingebrochen. Das Tief war dann da eben Ende September, Anfang Oktober. Jetzt geht es wieder stark aufwärts. Wir haben jetzt also wieder eine starke Kursdynamik und fundamental hat sich auch einiges aufgebessert. Die Frage ist aber jetzt natürlich, wo stehen wir jetzt im Moment? NIO ist in China aktiv. China ist der größte Automarkt der Welt. China ist auch mit Abstand der größte Elektroautomarkt der Welt. Das allein reicht aber noch nicht, obwohl China natürlich selbstverständlich ein sehr interessantes Umfeld ist, dieser Markt. Im letzten Zukunftsmärkte-Report, da ist es ja auch gegangen, zum Beispiel um Baidu und um die zentrale Rolle, die Baidu beim autonomen Fahren dort spielt. Falls Sie den Report noch nicht gelesen haben, Sie können ihn ja im Archivbereich abrufen, beziehungsweise falls Sie die Zukunftsmärkte-Reports noch gar nicht haben, ist auch kein Problem. Die Reports kann jeder kriegen, die sind auch kostenlos. Was Sie machen müssen, Sie müssen sich einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber was jetzt NIO betrifft, wir können eigentlich kaum über die NIO-Aktie reden, ohne über eine andere Aktie aus dem Sektor zu reden, nämlich Tesla. Das ist Tesla auf 5 Jahre. Tesla ist jetzt fast 180 Milliarden Dollar wert. Ist der mit Abstand am höchsten bewertete Autokonzern der Welt. Ist mehr als doppelt so viel wert auch als Volkswagen. Es soll jetzt gar nicht darum gehen, dass wir hier diskutieren, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Das war schon immer sehr umstritten, der Börsenwert von Tesla. Es gab schon immer die einen, die gesagt haben, das ist alles nur Fantasie, das hat keinen Realitätsbezug. Und es gab aber eben auch immer die anderen, die gesagt haben, nein, Tesla, das ist der beste Autobauer der Welt. Tesla, das ist die Zukunft und der Markt tendiert jetzt eben offenbar auch zu letzterem. Aber wie auch immer das jetzt ausgeht mit Tesla, man muss schon eins feststellen, Tesla hat schon Herausragendes geleistet die letzten Jahre und die Tesla-Aktie hat eben auch immer so Attribute gehabt und Visionen gehabt, die die Fantasie auch beflügelt haben. Es war ja auch nicht immer einfach bei Tesla. Tesla hat viel Geld verbrannt, hat immer wieder den Kapitalmarkt angezapft. Die Anleger haben es aber letzten Endes immer durchgewunken, weil man dann doch der Meinung war, Tesla hat eben vermeintlich so vieles, wofür sich das am Ende lohnt. Also der Nimbus, den Tesla natürlich hat, die starke Marke und auch das Versprechen auf Technologieführerschaft in verschiedenen Bereichen, also im Batteriebereich zum Beispiel und jetzt auch beim autonomen Fahren. Und wenn wir uns Aktien wie NIO ansehen im Vergleich dazu, dann müssen wir uns fragen, hat NIO solche Attribute auch? Wo man sagen könnte, die bei allen Anfangsschwierigkeiten und so weiter, es wird sich am Ende lohnen.
Mal abgesehen davon ist es natürlich auch so, also alternative Antriebe und solche Dinge, das wird natürlich auch gerade gehypt an der Börse. Ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel schon was gehört haben, mal von Nikola, ein Lastwagenbauer, Lastwagen mit Wasserstoff und mit elektrischen Antrieben. 0 Euro Umsatz, 26 Milliarden Dollar Börsenwert. Damit ist Nikola noch höher bewertet als Ford momentan. Ich habe mich mit dem Unternehmen nicht wirklich beschäftigt. Es gibt aber ein gutes Video von meinem Kollegen Armin Brack, wenn Sie es vertiefen wollen. Aber eins könnte man ja unter Umständen sagen, wenn sowas wie Nikola 26 Milliarden Dollar wert ist an der Börse, dann kann ja NIO auch mal 8 Milliarden Dollar wert sein. Aber was bringt NIO dafür mit? Bei Tesla war es so, die Autos haben sich immer gut verkauft, das war nie ein Problem. Bei NIO ist das teilweise schleppend gelaufen, also vor allem in der ersten Hälfte letztes Jahr. Inzwischen läuft es aber da deutlich besser und das ist natürlich ein Pluspunkt. NIO hat im Mai 3.400 Autos verkauft, das war ein Plus zum Vorjahr von 216% und das in einem schrumpfenden Gesamtmarkt auch. Und was sich besonders gut verkauft hat, das ist der ES8, den haben wir hier. Also das ist das hochpreisige Modell. Das sind Siebensitzer mit allen Schikanen, 500 Kilometer Reichweite, kostet aber in der Basisversion auch schon so um die 60.000 Dollar. Jedenfalls, gerade das teure Modell mit hohen Margen hat sich gut verkauft. Und NIO hat darum auch gesagt, dass man da ab Juni wahrscheinlich wieder mit einer positiven Bruttomarge arbeitet, was auch sehr positiv ist. Wir sprechen aber immer noch von niedrigen Stückzahlen auch. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben erstmal. Eine zweite Eigenheit, das ist das Vertriebsmodell. Das ist ein NIO-Haus, ein sogenanntes, habe ich schon mal gezeigt. Da verkauft man die Autos, da sollen die Kunden aber auch sonst rumhängen. So ein bisschen wie in so einem Club. Und damit verkauft man auch ein Image und ein Lebensgefühl oder will das verkaufen. Also ich bin modern, ich der NIO-Kunde, ich bin dynamisch, ich bin aber auch umweltbewusst. Meine 500 PS-Karre, die fährt elektrisch. Das ist eine Strategie, die scheint auch aufzugehen. Es ist aber auch eine aufwendige und teure Strategie, vor allem in Relation zu den niedrigen Stückzahlen. Und womit sich NIO auch unterscheidet, das sind die Batteriewechselstationen. Und das ist was, das wird wirklich weltweit sehr aufmerksam verfolgt. Wenn Sie also mit Ihrem NIO lange Strecken fahren und Sie kommen an so eine Station, dann müssen Sie nicht warten, bis die Batterie wieder aufgeladen wird, sondern die wird einfach getauscht in eine andere volle Batterie innerhalb von 4 Minuten. 130 Stationen davon gibt es schon in China und es sind auch schon 500.000 von solchen Battery-Swaps gemacht worden. Und das ist wirklich eine spannende Sache. Aber auch hier gilt der Aufbau von dieser Infrastruktur, auch der kostet erstmal viel Geld. Mit anderen Worten, wir haben bei NIO Alleinstellungsmerkmale, wir haben auch Fortschritte gehabt. Der wichtigste Fortschritt in den letzten Monaten, das waren aber eigentlich die Kapitalerhöhungen, die letzten. Und sowas ist ja durchaus zwiespältig. Der Kapitalverbrauch, das bleibt ein entscheidendes Thema. Die Aktionäre sind auch in einer unglaublichen Weise bis jetzt schon verwässert worden. Man muss sich Folgendes vorstellen. Also 2018 war ja erst der Börsengang, dann Ende 2018 gab es 330 Millionen Aktien, Ende 2019 dann aber schon 1 Milliarde, also mehr als dreimal so viel. Und trotzdem war das Eigenkapital Ende 2019 negativ und NIO hat sagen müssen, unser Überleben ist in Frage gestellt. Die letzte Kapitalerhöhung jetzt vor ein paar Wochen, die war über 400 Millionen Dollar. Da hat auch Tencent wieder mitgemacht. Sowas ist natürlich immer gut, wenn man so einen Ankeraktionär hat. Aber was noch wichtiger war, das war im April eine Kapitalspritze aus der chinesischen Provinz Anhui. Da sitzt JAC, das ist ein Produktionspartner von NIO, was auch sehr sinnvoll ist, dass NIO Produktion ausgeladen hat. Und das Geld kam von einem Fonds von der Provinzregierung da. Und dafür sind auch keine neuen Aktien herausgegeben worden, weil die Fonds in eine Tochter von NIO investiert haben, in NIO China.
Klingt erstmal gut, aber Vorsicht, die Fonds haben jetzt 1 Milliarde investiert, dafür haben sie 24% von New China bekommen, aber New China ist im Grunde das komplette Geschäft, zumindest momentan. Das heißt, die Aktienanzahl hat sich zwar nicht erhöht, aber trotzdem ein Viertel von dem Geschäft ist jetzt auch erstmal weg, ist also bei näherer Betrachtung jetzt auch nicht so schön. Dem Markt war aber auch das egal, weil man am Markt gesagt hat, gut, ist jetzt noch mal ein ganz dicker Wermutstropfen, aber das Überleben ist jetzt zumindest erstmal sicher, zumindest für die nächsten 2 oder 3 Jahre. Und vielleicht ist das Ganze jetzt sogar noch ein bisschen nachhaltiger, weil wie gesagt, NIO will ja wieder positive Bruttomargen erwirtschaften. Die Frage ist nur, was sind die nächsten Visionen und was kosten die dann wieder? Ist NIO jetzt die 8 Milliarden Dollar wert, die man zahlt dafür? Meine Meinung ist, NIO ist auf jeden Fall ein Unternehmen mit Stärken, mit Alleinstellungsmerkmalen auch, aber NIO wird sehr wahrscheinlich nicht die nächste Tesla werden. Das positive Szenario wäre für mich, NIO wird ein mittelgroßer Hersteller in einem gehobenen Segment und mit gehobenen oder mit hohen Margen. Und das wäre auf jeden Fall positiv und würde den Börsenwert rechtfertigen. Ein negatives Szenario gibt es aber auch, dass NIO sich eben weiterhin verzettelt und ein Sorgenkind bleibt. Und es kann Ihnen passieren als Aktionär, dass der Börsenwert vielleicht auch in 5 Jahren bei 20 Milliarden steht, aber dass Sie trotzdem nichts davon haben, weil Sie noch so oft verwässert worden sind bis dahin. Das heißt, für einen substanzorientierten, konservativen Anleger ist die Aktie auf keinen Fall geeignet. Was wir aber haben, wir haben natürlich Fantasie, wir haben natürlich eine positive Kursdynamik, wir haben auch Euphorie in dem Sektor. Das kann man spielen, wenn man das möchte als Aktionär. Man muss eben nur wissen, was man vor sich hat. Und ein weiterer Aspekt ist noch, NIO ist eben auch in den USA gelistet. Das heißt, wir haben diese potenzielle Delisting-Drohung durch diesen neuen Gesetzentwurf in den USA. Ich habe dazu auch ein Video gemacht vor 2 Wochen und dafür, für solche Themen, gibt es eben auch den Zukunftsmärkte-Kanal. Und ich freue mich selbstverständlich auch über jeden neuen Kanal-Abonnenten. Und wenn man den Kanal abonniert, dann drückt man am besten eben auch immer auf die Glocke. Die Glocke ist die Benachrichtigung, wenn von mir ein neues Video da ist. Und außerdem würde es mich natürlich auch sehr interessieren, ob Sie jetzt zum Beispiel die NIO-Aktie haben oder ob Sie sich für die NIO-Aktie interessieren, ob Sie die vielleicht kaufen wollen und welche Meinung Sie dazu haben. Meine Meinung haben Sie jetzt schon ausführlich gehört. Ich freue mich also auf Ihre Kommentare. Bis bald in diesem Sinne. Dankeschön fürs Zuschauen.